In diesem Video werden wir das Getriebeöl am F17 Schaltgetriebe ersetzen. Wir sehen hier den Motorraum eines Tigra B Twin Top von Baujahr 2005 mit einem 1.8 Benzinmotor mit 125 PS. Wieso tausche ich das Getriebeöl? Nun, zum einen denke ich mal, das Getriebeöl ist jetzt mittlerweile 18 Jahre alt, weil es noch nie bei dem Fahrzeug bislang ersetzt wurde. Das ist das eine. Das andere ist, nach 18 Jahren ist der Getriebeölstand sicherlich schon ziemlich herabgesackt, also ausgedampft, weshalb ich jetzt das Getriebeöl tausche und mit frischem Getriebeöl versehen werde. Der Wechsel des Getriebeöls ist an sich nicht kompliziert. Es gibt auch dazu bereits einige YouTube-Videos vom F17 Schaltgetriebeölwechsel. Soweit so gut, jedoch habe ich keins gefunden von einem Tigra B. Denn beim Tigra B haben wir hier eine Besonderheit. Wir haben hier eine Drehmomentstütze und die ist etwas hinderlich, um an den Deckel vom Getriebe ranzukommen, um den Deckel aufzuschrauben. Deswegen dachte ich mir, komm, ich mache kurz ein Video darüber, dann gibt es auch auf YouTube das F17 Getriebeölwechsel bei einem Tigra B. So, ansonsten, was brauchen wir? Wir brauchen 2 Liter Getriebeöl. Laut Unterlagen kommen 1,6 Liter Getriebeöl hinein. Aber wir werden das so weit auffüllen, bis es aus der Kontrollschraube, aus der Öffnung der Kontrollschraube wieder rausfließt. Dazu später mehr. Und bevor ich jetzt mich nach unten begebe und das Ganze hier starte, kontrolliere ich auch, dass ich oben die Öffnung öffnen kann, dass diese Schraube nicht abgenudelt ist, sich öffnen lässt etc., damit ich später das frische Getriebeöl wieder einfüllen kann. So, hier drüben, das hier ist der Schalter für das Rückwärtssignal, also der Geber, wenn ihr den Rückwärtsgang einlegt, damit hinten auch die weiße Leuchte angeht auf den Heckleuchten. Also das hier ist der Schalter für den Rückwärtsgang. Ich glaube, in der offiziellen Anleitung muss man den Schalter hier, den Geber hier rausschrauben und dann wird das Getriebe über diese Öffnung hier befüllt. Ich mache das ein bisschen anders. Man kommt schlecht an diesen Schalter ran, beziehungsweise man kommt gut dran. Allerdings auf diesen, ich glaube, das ist ein Überdruckventil, über dieses Ventil kommt man noch leichter in das ganze Getriebeöl. Deswegen würde ich jetzt diese schwarze Kappe abnehmen und dann dieses Überdruckventil rausschrauben und hierüber das Getriebe später mit frischem Öl befüllen. Bevor ich jedoch hier rangehe und das Ganze hier mache, Bremsenreiniger. Um das Ganze hier ein bisschen sauber zu machen. Diese Kappe, die ist immer schwergängig. So. Kappe ist drunter. Die ist ein bisschen schwergängig, beziehungsweise ist richtig fest drauf, auch nach 18 Jahren. So, nochmal sauber wischen. 17 mm Langnuss. Ja, die war nicht allzu fest drauf. Ich habe jetzt die Schraube angelöst, jetzt gehe ich mit Druckluft etwas nach, um den Dreck, die Verkrustung, die sich jetzt gelöst hat, zu entfernen und blase mit Druckluft von der Seite das Ganze ab. So, 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 das ist hier die Schraube. Also ich vermute, das ist irgend so ein Überdruckventil. Keine Ahnung, wenn es einer von euch weiß, kannst du ja unten in die Kommentare schreiben. Sauber machen und dann wissen wir auf jeden Fall, dass die Schraube hier gangbar ist. Die kommt raus und wir können hierüber frisches Öl einfüllen. Jetzt können wir auch unten das Getriebeöl ablassen. Ich mache jetzt Folgendes. Ich setze jetzt diese Schraube hier wieder rein. So. Und das lasse ich auch schon so stehen, also das reicht schon. So, wir sehen jetzt hier den Deckel vom Getriebe und wir müssen diesen Deckel lösen, damit das Getriebeöl hier abfließen kann. Am liebsten wäre es mir ja, wir hätten hier eine Ölablassschraube gehabt, aber ist nicht. Wir müssen jetzt all diese Schrauben, ich glaube das sind 10 oder 12 Stück, die müssen wir außen lösen, damit wir den Deckel abnehmen können, um das alte Getriebeöl abzulassen. Das ist hier die ganze Aufgabe. Davor, und das ist nämlich die Besonderheit jetzt beim Tigra B mit diesem Motor und dem Getriebe. Wir sehen jetzt hier die Drehmomentstütze auf dieser Seite, also Antriebswelle und diese Drehmomentstütze, die große hier, die hier rüber geht in den Träger. Hier wird sie montiert, also aus 2 Teilen das Ganze. Und hier ist das eigentliche Problem. An dieser Schraube kommt man hier nicht dran, um die zu lösen, weshalb man dieses ganze Konstrukt hier vorher trennen muss, damit man auch an dieses Schräubchen hier rankommt. Ich entferne jetzt diesen Knochen hier, die Drehmomentstütze, und dann hole ich auch die Schraube raus und reinige den Deckel hier einmal komplett durch. So ist mein aktueller Plan.
Und bevor man daran geht, muss man erstmal hier oben diese Klammer gleich entfernen. Weil wir gleich diese Drehmomentstütze hier lösen werden, wird sich eventuell das Getriebe mit dem Motor nach unten absacken bzw. nach hinten wegkippen. Ich weiß es nicht, habe ich noch nie gemacht. Könnte ich mir aber vorstellen. Das heißt, ich gehe jetzt hier an den Rahmen, hier ist der Träger neben dem Getriebe und ich mache folgendes, ich nehme jetzt hier ein Stück Holz und verkante das Ganze hier mit dem Getriebe, falls sich das Getriebe nach unten absackt oder absenkt, damit das Holz es entsprechend festhält bzw. sich am Holz verkantet und nicht zu tief runter senkt. Also wie gesagt, das hier ist nur eine kleine Absicherung für den Fall der Fälle, weil wie gesagt, ich mache das hier auch das erste Mal und bin mir nicht ganz sicher, was mich gleich erwarten wird. Erwarte ich, dass hier gar nichts passiert, weil da müsste auch ein Getriebehalter entsprechend sein auf der Seite, der das Getriebe hier noch festhält. Aber sicherheitshalber einfach mal drunter legen, kostet nicht viel Zeit, ist schnell gemacht und man fühlt sich auch wohler, wenn man unter dem Motor steht. Jetzt legen wir los. Ich habe jetzt hier eine Nuss auf E18, Außentorx E18. Okay. Angelöst. So. Also, diese lange Schraube war hier drin. So, das war die Schraube. Also gut, 2005, also das ist noch das erste Element, die erste Buchse. Ich tue das schon mal entsprechend vormerken, also so war das drin und das Ganze war hier drin, damit man mit den Schrauben nicht durcheinander kommt. Okay, angelöst. Okay, das war die eine Schraube, so sieht sie aus. Ich habe jetzt hier eine 3/8 Ratsche mit einem Gelenk und einem Gelenkkopf. Also die ist verstellbar. Hier haben wir ein Teleskopsystem. Die ist in der Höhe verstellbar. Das ist wie gesagt 3/8. Das ist die gleiche E18 Nuss, aber halt für 3/8 Ratsche. Also eine Ausführung kleiner. Vielleicht kommt man mit der da dran. Ob das klappt? Fast. Ach, alles Käse. Also ich habe es versucht. Man kommt hier schlecht dran. Ich hole jetzt die Klammer raus. Okay, jetzt haben wir sie hier gelöst. Sehr gut. Jetzt ranhalten. Jetzt einfach nur rausziehen. Einfach gesagt, alles getan. Okay, so. Die ist nicht kaputt gegangen. Das ist erfreulich. So. Da ist sie, unsere Klammer. Und nach meinem Verständnis muss man das Ganze jetzt hier lediglich nach oben rausdrücken. Das versuche ich gleich mal. Ein wenig wackeln, ein wenig drücken. Ja. Ja, das sieht gut aus. Okay, ich habe euch jetzt in der Perspektive, also ich habe das ganze Schaltgestänge da oben, das ist noch in dieser Kunststoffführung drin. Ich habe es nur mit dem Schraubenzieher jetzt hochgedrückt und nun hat sich auch das ganze Element hier nach oben angehoben, sodass wir an die Schraube jetzt ohne Probleme drankommen. Ohne Probleme heißt, wir können die Nuss problemlos jetzt hier aufsetzen und auch die Schraube lösen. Perfekt. Also das war die große Aufgabe, Klammer ziehen und diesen Metallstift nach oben durchdrücken mit dem Schraubenzieher. Wie gesagt, das ist hier oben noch drin. Es ist nicht komplett raus. Dann kann man später das wieder zusammendrücken. Also alles kein Problem. Auf jeden Fall, die Schraube kommt jetzt raus und dann können wir diesen gesamten Knochen hier lösen, entfernen. Mein Gott, ist das fest! Das war fest! Das sage ich euch. So, gut. Also, das Element ist jetzt draußen. Und das war die Schraube davon. Vergewissert euch dabei auch, ob das Gummi hier intakt ist. So, jetzt haben wir hier schön viel Platz zum Arbeiten. Und das hier ist immer noch locker drin. Also der Motor ist nicht abgesackt mit dem Getriebe, auch nicht gekippt.
Ja, jetzt mache ich hier mit der Drahtbürste grob das Ganze sauber, mit Druckluft kurz abblasen und dann löse ich die ganzen Schrauben. Also hier brauchen wir eine Nuss mit der Schlüsselweite 11, weil die 11er, die passt hier entsprechend auch drauf. Also ihr habt gesehen, ich habe das Ganze hier grob gereinigt und entsprechend auch mit Druckluft abgeblasen. Bevor wir jetzt das Ganze lösen, bereiten wir uns auch unsere Ölauffangwanne vor. Die braucht man unbedingt. Schwergängig. Auch gangbar. Als wären die eingeklebt. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Das fühlt sich an, als wären die eingeklebt. Ich hole jetzt erstmal die hinteren Schrauben hier raus. Klar, bitteschön. Hier, Schraubsicherung. Na, fließt es so langsam? Nein, fließt nicht. Der Deckel hat sich angebacken. Jetzt geht's los. Also ich habe jetzt mit dem Schraubenzieher mit Gefühl hier reingeschlagen, dazwischen auf die Dichtung quasi. Und jetzt ist es leicht abgeplatzt. Nochmal einen Schlag hier drauf. So, jetzt lassen wir das Ganze hier schön abfließen. Abgefallen. Wir sehen jetzt hier die alte Dichtung, Papierdichtung. Ich hoffe, ich kriege sie beschädigungsfrei hier raus, dann habe ich weniger zum Schleifen. Ja, auf jeden Fall sieht soweit hier alles gut aus. Natürlich, aufgrund der Laufleistung haben wir hier auch entsprechend Abrieb am Gehäuse. Aber gar nicht so viel. Ich habe den Eindruck, hier wurde das Öl schon mal gewechselt. Naja. Ja, so sieht es jetzt quasi aus. Hier geht es zu den Antriebswellen. Die Zähnchen sehen alle hier gut aus. Kann man so lassen, würde ich sagen. Also gut, dann alte Dichtung hier abnehmen und dann wieder zusammenschrauben. Ich glaube es ja nicht. Die Kamera ausgerichtet und dann habe ich vergessen, die Kamera anzuschalten. Ich habe jetzt diese Dichtung hier entfernt. Also ihr seht, ich habe hier ein großes Stück von der Dichtung abgezogen und hier das kleinere Stück. Wenn ihr die Situation habt, versucht das an einem Stück komplett abzuziehen. Dann erspart ihr euch nämlich gleich hier, habe ich eine kleine Stelle, da muss ich nachgehen. Dann erspart ihr euch hier viel, ja, ich sag mal Schleifarbeit oder Nachbearbeitung. Am besten an einem Stück alles lösen, dann habt ihr weniger Stress. Am besten ihr holt euch einen Schaber, nicht so wie ich mit dem Schraubenzieher. Geht zwar auch, aber dann müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht zu tief ins Material Riefen reinmacht. Das Grobe ist entfernt, jetzt gehe ich nochmal mit einem feinen Schleifvlies hier nach. So, und jetzt habe ich mit dem Schleifvlies gearbeitet. Jetzt gehe ich hier innen rein in den Randbereich und hole die Fasern, falls welche zurückgeblieben sind, heraus. Durch das Schleifen kann es sein, dass hier ein bisschen Fasern innen zurückbleiben. Die habe ich jetzt mit dem Lappen und mit dem Handschuh quasi rausgeholt, damit hier keine Fremdkörper im Getriebe verbleiben. Das sieht soweit gut aus. Das würde ich jetzt dabei belassen. So, getriebeseitig werden wir jetzt fertig. Jetzt müssen wir nur noch uns um den Deckel kümmern, weil der Deckel, der hier ist, auch entsprechend dreckig. Auch hier die Auflagefläche säubern, damit die neue Dichtung gleich wunderbar sich anlegen kann. So, das ist der Deckel, habe ich jetzt gereinigt. Also die Dichtfläche ist sauber. Hier innen habe ich auch den ganzen Abrieb, den alten, entfernt mit Bremsenreiniger. Das ist jetzt die andere Seite. Und nun muss man die neue Dichtung auflegen und das Ganze hier entsprechend dann wieder befestigen.
Wir sehen hier die Teilennummer, wen das interessiert. Ich habe jetzt hier Fett, Langzeitfett, also Fett. So, Fett auf den Finger. Nehme ich jetzt auf 2. Und tue die neue Dichtung damit ja, einfetten, kann man sagen. Also, die neue Dichtung ist eingefettet. So, die neue Dichtung ist aufgelegt und durch das Fett wird die neue Dichtung sich nicht so leicht verstellen, verschieben. So. Der Deckel ist noch locker. Alle Schrauben sind schon angebracht oder eingebracht. Jetzt ziehe ich das Ganze handfest erstmal zu. Jetzt sind die handfest angezogen und nun schaue ich mir an, welches Drehmoment die bekommen. Also Aluminium, Leichtmetallausführung von dem Deckel, dann bekommen die Schrauben 18 Newtonmeter. Beim Deckel mit der Blechversion, die Schrauben bekommen 30 Newtonmeter. Das heißt, bei uns sind jetzt 18 Newtonmeter erforderlich. Also ich habe hier einen Drehmomentschlüssel 18 Newtonmeter schon eingestellt. Und ich habe mir jetzt hier auch noch so ein Gelenk geholt. Das ist jetzt eine 3/8 Zoll Ratsche. So. Okay. Die Schraube habe ich jetzt angezogen. Jetzt ziehe ich die restlichen mit 18 Newtonmeter an. Ich habe keine Anzugsreihenfolge gefunden, also welche Schraube zuerst kommt und danach. Ich ziehe das Ganze jetzt einfach über Kreuz an und hoffe, dass das soweit passt. Die haben wir angezogen, ziehen wir die an. Okay. Jetzt kontrolliere ich nochmal alle, weil die waren nicht. Die passt. Damit wäre das Thema abgeschlossen, Öl ist abgelassen, neue Dichtung ist eingebaut, alles ist gesäubert, gereinigt, Schrauben sind alle angezogen, das sollte passen. So, ich habe die Drehmomentstütze schon angebracht, ich habe die handfest angezogen, alle Schrauben, noch nicht mit Drehmoment angezogen. Diese Schraube bekommt 80 Newtonmeter, diese Schraube, dafür habe ich kein Drehmoment gefunden und die anderen beiden Schrauben, die bekommen auch 80 Newtonmeter plus 45 bis 60 Grad. Also diese beiden Schrauben werden nochmal mit Grad nachgezogen in der zweiten Stufe. Und man soll diese beiden Schrauben ersetzen. Also die sollten neu ersetzt werden. So, jetzt muss man natürlich hier oben das Ganze wieder einhaken. Das Schaltgestänge. Also ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt. Ich habe jetzt mit einer Zange das Gelenk oben quasi genommen und angedrückt. Also so angedrückt. Und dann ließ ich auch die Klammer... Na, ihr seht nichts. Und dann lässt sich die Klammer auch problemlos mit der Hand reinschieben. So, mit einer Zange nehmen, das Ganze von oben zusammendrücken. Beachtet aber, dass dieser Punkt hier noch nicht drauf sitzt auf dem Metall. Das heißt, die Klammer muss noch weiter rein. Na, gut. Jetzt sitzt er. So, jetzt sitzt die Klammer. Die Klammer ist nun fixiert. So, ist jetzt verriegelt. Jetzt sollte die Schaltumlenkung, das Gestänge da oben nicht mehr rausspringen. Hier neben der Antriebswelle Fahrerseite, hier ist die Schraube, die Ölkontrollschraube, ob genug Getriebeöl im Getriebe ist. Und wir müssen diese Schraube aufmachen. Das Problem ist, wir haben hier unseren Träger und hier ist kein Platz, wir kommen da nicht hin. Kurz gesagt, ich muss jetzt in meinem Fall das Auto aufbocken, Rad runter und dann komme ich auch an die Schraube dran. Eventuell, je nachdem, was für ein Fahrzeug ihr habt, habt ihr vielleicht hier mehr Platz, mehr Spielraum, aber aus meiner Sicht, ich komme hier nicht hin. Ich sehe die Schraube nicht mal. Ich kann sie, wenn ich so rüber greife, dann kann ich sie ertasten, erfühlen, aber ich sehe sie nicht, um mit Werkzeug daran zu gehen. So, Wagenheber ist angesetzt. Jetzt halte ich mal hier einen Meterstab hin, hier ca. 24 cm, 23, 24 cm Höhe.
Also ich orientiere mich hier an diese Kante vom Schweller. Das Auto ist ca. 24 cm in der Höhe. Jetzt hebe ich das Auto an, nehme das Rad runter und dann senke ich das Auto wieder auf diese Höhe von 24 cm. Wie gesagt, ich habe mich an diesem Schweller hier an der Kante orientiert. Und anhand dessen haben wir dann das Auto in der Geraden. Und dadurch sollten wir kein falsches Ergebnis haben, wenn wir das Getriebeöl einfüllen, weil dann ist das Auto ja wieder in der Geraden. So, Rad ist unten. Da sehen wir die Antriebswelle Fahrerseite. Rechts daneben sehen wir auch die Schraube. Das ist die Schraube, die wir jetzt rausholen. Diese Schraube, wie gesagt, das ist die Kontrollöffnung zum Öl einfüllen. Sobald das Öl aus dieser Öffnung herausfließt, dann haben wir genug Getriebeöl im Schaltgetriebe. Jetzt erstmal die Schraube rausholen. Also Verlängerung, 13er Nuss. Da haben wir die Schraube und wir sehen, das ist ein Magnet, der vorne an der Spitze drauf ist. Der sammelt den Abrieb. So, und diese Öffnung bleibt jetzt offen und wir schauen uns gleich an, wann das Getriebeöl hier rausfließt, das frische neue Getriebeöl. Ölwanne steht jetzt drunter. Jetzt tun wir das Ganze entsprechend auffüllen, das Getriebe, bis es nicht hier aus der Öffnung rauskommt. Laut der Manualseite müsste das richtige Getriebeöl sein. Jetzt haben wir 1,5 Liter circa drin und das Öl fließt schon raus. Jetzt muss die Schraube rein. Ja, so circa 1,5 Liter habe ich reingekippt und das kam unten schon raus. Das sollte passen, denke ich. So, jetzt muss man die Schraube da festziehen, die Ölkontrollschraube. So, das sollte reichen. Müsste fest genug sein. Einen Drehmoment dafür habe ich nicht gefunden. Ich habe es jetzt wieder handfest angezogen. Ist auf jeden Fall fest genug. Aber nicht zu stark, dass hier irgendwas rausreißt. Da müsst ihr drauf aufpassen. Mir ist der schwarze Deckel jetzt da runter reingeflogen. Und ich versuche jetzt mit dieser Zange, das ist ein Magnet hier, also magnetisch. Und plus, wenn man hier drückt, also wenn ich hier drücke, kommen hier solche Zangen raus. Zum Greifen. Jetzt versuche ich mal die schwarze Kappe dort zu greifen. Das sieht gut aus. Beim ersten Versuch. Wunderbar. Freunde, ich sag's euch. Das ist die Kappe. Okay. Was mich dieses Stück hier schon an Zeit und Nerven erspart hat, das Teil hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich weiß nicht, ich habe es mal für 15 Euro oder 20 gekauft, glaube ich. Super Teil, sollte man auf jeden Fall haben. Jedes Mal, wenn eine Schraube runterfällt, kann man mit dem Magneten da rein und sie rausholen. Oder auch mit dieser Greifzange runtergehen und das Ganze greifen, rausholen. Kann ich nur empfehlen, sollte man unbedingt in der Werkstatt haben, beziehungsweise in der Garage, auch im Privatgebrauch, sehr nützlich. Es ist flexibel, man kommt überall ran. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, die Anschaffung. Aber gut, weiter im Programm. Und natürlich den Deckel wieder drauf. Boah, okay, jetzt ist er drauf, der sitzt, gut, geht schwer runter und lässt sich auch nicht so leicht aufsetzen, aber mit etwas Kraft, dann sitzt das Ganze hier wieder, so wie es sich gehört, sehr schön. Jetzt nehme ich hier noch Bremsenreiniger. So, damit wären wir an sich auch schon fertig. Jetzt eine Probefahrt machen und natürlich schauen, ob unten alles dicht geblieben ist und dicht bleibt. Ich hoffe, das Getriebe schaltet sich besser. Falls nicht, dann muss ich wahrscheinlich die Schaltkulisse da hinten tauschen. Ja, vielleicht nehme ich das auch noch auf Video auf. Vielleicht interessiert sich einer dafür. Ich weiß es nicht, weil die Autos, wie gesagt, das Auto ist 18 Jahre alt. Nicht viele fahren schon solche Autos, die landen mehr und mehr auf den Schrottplätzen. Ob sich der Aufwand lohnt, das zu drehen, zu schneiden. Das soll es vorerst für dieses Video jetzt genug gewesen sein. Wenn ihr weitere Videos zu dem Fahrzeug sehen wollt oder zum Tigra B, Kanal abonnieren. Dort ist eine Playlist. Unter der Playlist findet ihr alle weiteren Reparaturen, die ich bislang beim Tigra B gemacht habe. Und wenn es wundert, dieses Fahrzeug ist jetzt ein anderes. Der blaue Tigra, den wir vorher hatten, wo ich die ersten Videos gemacht habe. In diesem Tigra ist auf dem Parkplatz einen Transporter reingefahren, wirtschaftlicher Totalschaden und der war weg. Jetzt haben wir hier einen anderen Tigra in Silber, aber gleicher Motor und etwas bessere Ausstattung. Diese ist mit Klimaanlage zum Beispiel, Ledersitzen.
Wie dem auch sei, an sich von den Bauteilen identisch zu den blauen. Aber gut, das soll es genug gewesen sein zu diesem Video. Ich hoffe, das Video hilft euch weiter. Denkt daran, den Kanal zu abonnieren, damit ich quasi Feedback habe, dass euch diese Art von Videos interessieren. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine allzeit gute Fahrt. Schaltet das nächste Mal wieder ein zu einem neuen Video. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.